Hallo, herzlich willkommen bei Büdel kocht. Die Pflaumenzeit ist fast vorbei, deswegen möchte ich es nicht versäumen, zum Ende der Pflaumenzeit nochmal einen Pflaumenpfannkuchen zu machen. Ne? Beziehungsweise ich mache eigentlich einen Zwetschgenpfannkuchen. Ne? Gut, dazu brauchen wir Zwetschgen, Mehl, Eier, Butter, Zucker, Milch, etwas Vanille. Gut, zunächst mache ich einen Pfannkuchenteig. Ne? Dazu nehme ich Mehl. Ich gebe etwas Zucker dazu, dann habe ich hier eine Vanilleschote, die schneide ich auf und kratze etwas aus, gebe ich damit rein. Dann brauche ich etwas Butter, die lasse ich mir ein wenig zerlaufen. So. In dieses Mehl kommt nun Eigelb. Das Eiweiß brauchen wir später. Für den Pfannkuchen, da wir das Eiweiß aufschlagen, zu Schnee schlagen, müssen wir beim Eiertrennen darauf aufpassen, dass in das Eiweiß kein Eigelb reinkommt. Denn wenn Eigelb in das Eiweiß reinkommt, können Sie keinen Schnee mehr schlagen. So, die Butter ist zerlassen. So. So. Die Eier sorgfältig trennen. So, jetzt mit etwas Milch zu einem, na, sage ich mal, relativ kompakten, glatten Teig verrühren. Ja. Gut. Ne, die zerlassene Butter noch mit darunter. So, dieses war der erste Teil. Jetzt machen wir Eiweiß-Schnee. Dann nehmen wir ein Handrührgerät, schlagen das Eiweiß ein wenig an. Und wenn es anfängt fest zu werden, geben wir etwas Zucker dazu und schlagen es weiter. Den Zucker nur langsam dazugeben, weil dadurch ja das Eiweiß fester und geschmeidiger wird. So, dann machen wir einmal den Eiweißtest. Der Schnee ist gut, es fällt nicht aus der Schüssel raus. Und dann brauchen wir eine kleine Pfanne. Die Pfanne streichen wir mit Butter aus. Und setzen dann die Zwetschgen, die habe ich schon mal vorbereitet, halbiert, entkernt und nochmal halbiert, also geviertelt. Die tun wir dann schön sorgfältig in die gebutterte Pfanne mit der inneren Fleischseite nach unten in die Pfanne schön sorgfältig und auch eng reinlegen. So. Auch eng reinlegen, denn hinterher, wenn der Pfannkuchen fertig ist, dann glaubt man gar nicht, wo die Pflaumen geblieben sind. So. Jetzt auf die Herdplatte, damit die von unten warm wird. In der Zwischenzeit hebe ich mein Eiweiß unter den Pfannkuchenvorteig drunter. So. So, jetzt haben wir einen schönen kompakten Teig. Die Pfanne ist auch heiß. Die Pflaumen fangen ein wenig an zu brutscheln. Jetzt kommt der Teig oben drüber. Schön gleichmäßig. Und jetzt kommt
der ganze Pfannkuchen in Backofen, der ungefähr bei 180 Grad vorgeheizt ist, sagen wir so 7-8 Minuten. So, die 7-8 Minuten sind rum. Jetzt holen wir den Pfannkuchen aus dem Ofen. Die Farbe ist von dieser einen Seite schon ganz schön. Jetzt stelle ich ihn einen kurzen Moment nochmal auf die Platte drauf. Dann löst er sich schön von unten. Dann können wir ihn mit einer Palette rumdrehen. Jetzt kommt oben drauf Zimtzucker. So, und das war's denn schon. Dann richten wir den Ganzen noch an. So, das ist mein Pflaumenpfannkuchen. Da könnte man jetzt eine Kugel Vanilleeis draufsetzen. Das macht sie sehr schön. Wenn Sie möchten, können Sie eine Vanillesoße oder eine Zimtsoße dazu geben. Das passt alles ganz wunderbar dazu. Aber das ist der Pfannkuchen. Das Rezept finden Sie wie immer auf Gütersloh TV. Und ich habe ihn auch bei mir im Restaurant im Moment noch auf der Karte stehen. Wenn Sie Lust haben, besuchen Sie mich im Restaurant Medium in der Karl-Bertelsmann-Straße. Das war's für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal.